Hallo liebe Spielende, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Video zu Assassin's Creed Unity. Wir sind in Paris und in der Sequenz 8. Wir haben also schon Napoleon kurz mal getroffen, treffen ihn gleich wieder und schauen uns jetzt hier mal an, wo wir gerade sind. Wir sind hier gerade im Le Louvre. Ja, hier ist eine schicke, ein schicker Garten und hier gibt es den Palast de Tuileries. Da war wohl der König früher, aber so richtig kenne ich mich da auch nicht mit aus. Man kann ja alles nachlesen, nur ich kenne es dann nicht mehr auswendig. Also man kann sogar hier über diesen Garten nachlesen. Hier werden gerade die Leute geköpft. Wenn man da vorne mal guckt, das ist eine Guillotine, wenn man ein bisschen was stehen bleibt, ja, sieht man auch mal sowas. Aber das gucken wir uns jetzt nicht an. Wir gehen in die Sequenz 8.2. Nachdem ich hier kurz mal im Keller, im Kanal, die Truhe gefunden habe. Ah, und das Ding da. Zack. So, Konkarde. Das ist doch schon mal was. Und noch die Truhe. Die möchte ich auch noch. Ah, wo finde ich sie? Hier ist alles so ein bisschen versteckt. Ich glaube jetzt hier in den Gang. Nö, auch nicht. Ja, die Kanalisation hat schon hier viele Gänge. Da muss man mal genauer gucken, wo man überall lang gehen kann. Vielleicht hier rein? Nee. Och, jetzt gibt mir schnell die Truhe. Wir wollen eine Story-Mission weiterspielen. Ah, hier. Hier muss man genau hingucken. Wenn man jetzt läuft und dann irgendwie so... Nee, wie war das nochmal? Irgendwie kann man kriechen beim Laufen. Ja, wie war das nochmal? Ja genau, mit Kreis. Mit Kreis kann man unten durch. Also wenn ihr irgendwo mal so einen Bereich seht, wo ihr theoretisch durch kriechen könntet, dann könnt ihr dann hinlaufen und mit Kreis dann sliden. Okay. So, was haben wir bekommen? Naja, für 250 Franc das ganze Theater. Aber naja gut, 9 von 40 Truhen. Und ja, das ist auch der einzige Eingang, den es hier gibt. Also wenn man den nicht sieht mit diesen Blümchen hier, dann kommt man auch nicht zur Truhe. Jetzt gucken wir nochmal, was hier ist. Ob man hier irgendwo raus kann. Ja, das sieht doch schon mal so aus. Okay. Hierher. Gut, dann sind wir schon mal draußen. Hier gibt es so eine Gruppenmission, die machen wir jetzt aber nicht. Wir machen Sequenz 8, Level 2. So, wo müssen wir dafür hin? So, da müssen wir hin. Das September-Massaker. Roulier und seine Männer stürmen das Gefängnis Grand Chalet und richten die Gefangenen hin. Findet ihn und halt ihn auf. Das ist ein böser ja, General. Uns mal mit dem beschäftigen. Vielleicht kriegen wir es hin und erledigen ihn in diesem Level. Ja, noch 100 Meter, sind noch ein paar Meter. Wir laufen hier übrigens mittlerweile überall mit Köpfen rum. Ne? Wir sind jetzt mittlerweile so weit in dieser ja, Revolution, dass wir hier mit Köpfen rumrennen. Ziemlich blutig, dieses Spiel. Aber ab 16, von daher keine Angst. So schlimm ist auch wieder nichts. Ist ja nur Computerpixel. Ne? Sind ja nur ein paar Pixel. So. In Assassin's Creed 2 oder so in Rom konnte man noch die ganzen Zivilisten einfach so töten. Das darf man hier zum Beispiel auch gar nicht mehr. Also es ist schon ein bisschen harmloser geworden, als es früher war. Aber durch die ganzen Köpfe hier, die hier von der Guillotine abgeschlagen werden, muss man schon sagen, so richtig romantisch ist das Spiel nicht immer. So, jetzt versuchen wir uns da noch die Concorde-Dingens da zu nehmen oder wie das heißt. Nein. Ja, dafür muss ich jetzt auf den Baum. So. Dann da hoch. Zack. Und einfach mal jumpen. So, da haben wir sie. Okay, und jetzt machen wir die Mission. 8.2. Von 12. Ja, also es gibt 12 Missionen und da sitzt er. Das ist auch Napoleon, oder? Oh, es gibt neue Rüstung. Hören wir doch mal, was er uns zu erzählen hat. Eine leichte helle Bade gibt's, okay.
Da sind wir jetzt doch mal gespannt. Die Story geht weiter. Heute Morgen wurde ich von drei Männern belästigt, die einen aufgespießten Kopf umhertrugen. Habe ich eben auch gesehen. Sie hielten meine Uniform wohl für ein Zeichen des Adels und verlangten, dass ich lang lebe die Republik rufe, um meine Loyalität zu beweisen. Ich schätze, die dreifarbigen Kokarden sind heutzutage passé. Was habt ihr getan? Ich rief, lang lebe die Republik. Ein Mann mit Prinzipien. Leben ist wertvoller als Würde. Aber so etwas passiert, wenn man halb verhungerten Narren die Gewalt über die Regierung gibt und blutrünstigen Wilden das Kommando über die Armee. Rui. Ich wollte ihn in eine weit entfernte Garnison versetzen. Doch er muss wohl über sehr gute Beziehungen verfügen. Er ist unberührbar. Aber ihr wisst, wo ich ihn finden kann. In der Kaserne erzählt man sich, dass er und eine Einheit seiner Kumpane diesen Nachmittag zum Grand Châtelet marschieren wollen. Wenn ihm ein Unglück zustoßen würde, würden nur wenige in Frankreich leiden. Meine Karriere sicher nicht. Tja, feilt an eurer Redekunst. Okay, mein schicker goldblauer Assassin ist bereit, wieder einen Bösen zu töten. Und diesmal ist es der General, der da irgendwie jeden abschlachtet. Mal schauen, wo wir diesmal hin müssen. Vorerst mal waren wir im Palast, das war ein bisschen anstrengend, da mussten wir ein paar Alarmglocken und sowas klingeln lassen. Da muss ich schon sagen, da habe ich dreimal probiert. Habt ihr ja in meinem letzten Let's Play bestimmt gesehen. Ja, und jetzt, wo sind wir hier? Eine Burg? Nehmt ihre Waffen. Bloß keine Dummheiten. Mhm. Oh, 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 oh. Oh. Komm schon, Jungs! Bringt mir einen Aufseher! Da, der hat auch schon wieder so einen Spieß. Gefährlich. Roulier eliminieren. Das Gebiet erkunden, für Gelegenheiten sorgen. Oh Gott, Tipps. Zugänge 5, Fundstücke 2, Wachen 40, Geheimgänge 1. Sowas habe ich bis jetzt noch nicht gesehen gehabt. Jetzt kriege ich sogar erklärt, was da los ist. Okay, das September-Massaker. Ja, die militärische Lager wurde 1792 zusehends verzweifelt. Der Herzog von Braunschweig, der Oberbefehlshaber der deutschen Armee, war über Lothringen auf französischen Boden vorgerückt und es war die Niederlage in Verdun am 2. September 1792, die die französischen Volksvertreter endgültig ängstigte. Ah ja. Mit diesem Damoklesschwert über dem Haupt von Paris verlangten viele Revolutionäre eine radikale Säuberung der gesamten Opposition. Unter ihnen war auch Marat, der ausrief, erhebt euch, lasst das Blut der Verräter fließen. In einem ähnlichen Ton stärkte ihn auch Danton gegen den Herzog von Braunschweig und die Invasoren den Rücken. Wir brauchen Wagemut, Wagemut und nochmal Wagemut und Aussage. Er ist schon ein gutes Vorbild. Damals waren die Gefängnisse voll mit tausend von Männern und Frauen, von denen einige der Revolution gegenüber tatsächlich feindlich eingestellt waren. Eidverweigernde Priester und Aristokraten. Doch viele waren auch ganz gewöhnliche Gesetzbrecher und Wahnsinnige. Die Revolutionäre in Paris fürchteten, dass ein wahres Nest von Verrätern von innen heraus zuschlagen würde, während Braunschweig von außen einfiel. Daher machten sich die Revolutionäre in die Gefängnisse auf und begannen, jeden zu ermorden, dem man auch nur ansatzweise gegen revolutionäre Gedanken unterstellte. Zwischen 1090 und 1395 Gefangene wurden ermordet, ehe die Massaker endlich abflauteten. Die Ausbrüche strafender Gewalt hinterließ ihre Spuren bei den Parisern, obwohl eine Reihe von Volksvertretern auch darauf beharrte, dass diese Taten notwendig gewesen wären. In den Provinzen sorgten sie für Ablehnung und Schrecken in Bezug auf Paris. Doch sie verbreiteten auch Angst unter potenziellen Gegnern. Aha. Also haben die dieses Gefängnis da wohl aufgeräumt
Unterstützungsgelegenheit, Ablenkungsgelegenheit. Ja, da müssen wir jetzt mal gucken. Ich glaube, da ist doch ein ganz guter Eingang da unten. Am besten von unten, bevor wir uns von oben daran trauen. Also gehen wir mal hier unter der Brücke durch. Unter der Brücke durch. Ja, genau. So, unter die Brücke durch. Ja. Die Brücke unter der Brücke. Ach, deutsche Sprache, schwere Sprache. So, und wo kommen wir jetzt hier weiter rein? Da. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwo jemanden treffen. Nee. Da sind so Ausrufezeichen da oben. Das sind die Ablenkungs- und Unterstützungsgelegenheiten. Ich glaube, ich gehe doch erstmal zu denen. Hoffentlich greifen die mich nicht sofort an, wenn ich da jetzt hochkomme. So. Ja, nee, da muss ich dann doch für da rein, wie es aussieht. Und dann muss ich die irgendwie ablenken lassen. Was kann ich denn mit denen hier machen? Die gehören ja mir. So, jetzt muss ich mal gucken. Ja, die helfen jetzt erstmal gar nicht. Okay, so, hab ich noch ein bisschen Qualm gemacht. Da liegen wieder Tote rum. Ja, okay, wir gehen durch den Keller. Innen drin ist irgendwas mit Unterstützungs- und Ablenkungsgelegenheit. Dafür müssen wir aber erstmal in die Burg hinein. Und das hier ist ja jetzt nun mal ein Eingang. Sperrgebiet betreten. Jetzt, wenn jetzt Wachen kommen, wird es also gefährlicher. Na, gucken wir doch mal, was wir jetzt hier so an Wachen treffen werden. Wir sind mitten unter der Burg. Da geht's hoch. Da ist auch noch ein Weg. Na, wir nehmen mal den hier. Der sieht so schön versteckt aus. Oder? Ja, hier war ich noch nicht. Meistens gut, wenn der Weg etwas komplizierter zu finden ist. Nö. Ist doch nicht gut. War der einzige Weg, den es gab. Okay, also wieder zurück. Hauptsache mal ein bisschen erkundet. Und nach oben. Jetzt wird es spannend. Vorsichtig. Jo. Hier ist erstmal nichts. Das ist schon mal gut. Und was kommt jetzt? Da sind Leute. Jetzt müssen wir aufpassen. Okay. Die Truhe ist eine Dreiertruhe. Die hilft mir noch gar nichts. Ich würde sagen, ich muss hier irgendwie nach oben, oder? Geht aber auch nicht. Hm. Die kann ich auch nicht aufmachen, die Tür. Ja. Jetzt bin ich zwar drin, aber so wirklich scheint mir das nicht zu helfen. Da oben. Wenn ich da hoch käme, ne? Ja. Tja. Was soll ich dazu jetzt sagen? Okay, jetzt bin ich hier. Und dann springe ich runter. Okay, jetzt bin ich dann doch schon mal ein bisschen höher. Jo. Aber irgendwie scheint das alles nicht der richtige Weg zu sein. Na komm. Nee, gehen konnte. Nee, geht nichts. Also, wie wir sehen, dieser Weg ist nicht nutzbar. Das war's wohl. Interessant. Warum bauen die den denn hier hin, wenn man da nicht reinkommt? Wenn ihr Tipps habt, wie man da doch reinkommen könnte, wäre ich dafür dankbar. Okay, so, dann gehen wir doch mal wieder zurück, weil das war ja jetzt wohl eine Nullnummer. Also gehen wir nun woanders hin. Ja,
Wo gehen wir jetzt hin? Jetzt gehen wir wieder nach draußen und müssen von draußen angreifen. Mal gucken, wie wir jetzt am besten reinkommen. So, das wird ja mal interessant. Da kommen wir nicht hoch, oder? So. Die Blümchen helfen nicht zum Klettern. So, nehmen wir hier mal den Stand. Und? Hilft auch nicht. Da, das sieht gut aus. Hier, glaube ich, kommen wir hoch. Das sieht sehr gut aus. Immer ein schöner Weg, um einzukommen. Bewegungen. Den ersten schon mal erledigt. Ihr Huren! So, jetzt soll ich die ermorden. Das machen wir jetzt mal schnell. So. Erster Merci, Tod. Monsieur. Ich Kein weiß Problem. Nicht, unter wem ihr dient, aber habt Dank. Ja, okay. Dankt mir, indem ihr diese Mauern erreicht und das Töten beendet. Oui, Monsieur. Okay, jetzt haben wir schon mal hier die Wachen befreit. Und jetzt haben wir eine Ablenkungsgelegenheit. Die haben wir irgendwo da oben. Ja, jetzt müssen wir schauen, dass wir zu dieser Ablenkungsgelegenheit noch kommen. Die Wachen sind befreit. Und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh, er kann durch die Gegend laufen. Okay. So. Oh. Da stehen welche. Und die Ablenkungsgelegenheit ist über uns. Ja, da sind aber Stacheln. Ich versuche jetzt einfach mal da reinzuspringen und die schnell zu killen. Zack, zack. Boah. Man nennt mich auch der rote Blitz. Ne, der blaue Blitz. Okay, wir sind schon mal drin. Das ist doch schon mal gut. Jetzt sind wir wenigstens einen Schritt weiter als eben. Und nun schauen wir mal, wie wir zu dieser Ablenkungsgelegenheit kommen. Da geht es wieder nicht weiter. Hier, jetzt nach draußen. Oder auf die Säule, je nachdem, was man machen will. Aber ich wollte eigentlich raus. Okay. So, jetzt müssen wir da hoch. Junge, Junge. Geh mal zur Seite. Er will nicht zur Seite. Nee, will nicht. Und da will er auch nicht hin. Er kann nicht. Also, müssen wir hier irgendwo weiter. Hier geht es auch nirgendwo weiter. Also müssen wir wieder raus und draußen weiter. Ist halt so. War ja eine schöne Idee. Aber leider kann es nicht immer klappen. So. Da ist noch eine. Ah, hier ist noch ein Fenster. Ja, okay, da gehen wir jetzt dann mal hier rein. Verdammt. Was für eine Sauerei. Was machen wir mit den Leichen? Du da! Ich hab das genau gehört. Worauf warten wir? Es laufen noch mehr Verräter rum. Okay. Sieh dir diese feinen Pinkel an. Wette, die haben nicht von Wasser und Brot gelebt. Was zum Teufel? Durchsuch. Für die Revolution! Haltet ihn! So nicht! Ich zerreiß dich! Ich zerreiß dich, klar. Sieht aber gerade nicht so aus. Sieht eher so aus, als würde ich euch zerschnetzeln. So. Gut, jetzt haben wir Attentat aus der Deckung und die Ablenkungsgelegenheit noch. Ja, ein bisschen was sammeln ist immer gut. Die haben bestimmt den Wachen gut was weggenommen. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ah, da geht's weiter. Ihr bleibt mal schön da drin, ne? Passt auf euch auf. Hier. Mal gucken, wofür diese Tür gut ist. Und... Jawoll. Und ist eine Truhe hier drin oder sowas? Na, nö, wie prickelnd. Ja, immerhin, ich konnte eine Tür öffnen von einem Gefängnis, was schon offen war. Das war ja mal wieder toll. Ah, hier, jetzt wird's interessant. Aus der Deckung. Nein, aus der Deckung. Nein.
Wenn die Deckung nicht immer so weit wäre. Deckung braucht kein Mensch, das dauert viel zu lang. So. Genau. Habt ihr gesehen, wie künstlerisch dieser Sprung war? Mensch, ich könnte im Theater anfangen. Nicht Theater, wie heißt das große Zelt? Im Zirkus. So. Okay. Ablenkungsgelegenheit. Wo war sie? Da oben ist sie. Halt sie nieder! Beschützt die Gefangenen! Tod den Verrätern! Lasst sie zurück! Oh. Vive la Revolution! Bleibt ruhig! Haltet die Reihe! Okay. So viel Gewicht verlagert man nur nach vorn, wenn der Gegner schon die Balance verloren hat. Nun ja, ohne dich auf der Straße könnte man sich fast ziehen. Beste Grüße an die Hölle. Nicht vermissen. Muss ich euch jetzt noch irgendwie aktivieren oder was? Naja, lenkt irgendwann mal was ab. Okay, da ist der rote Punkt. Da muss ich hin. Dann versuchen wir die jetzt mal da aus der Deckung zu töten. Wenigstens einen. Sehr gut. So, jetzt laufen wir hier weg. Gehen um die Ecke und dann sind wir in Deckung und dann. Was war das? Was ist das? So. Genau, lassen wir meine Leute mitkämpfen. In Türen kämpfen ist immer gut, da können die NPCs einen nämlich fast nicht treffen. Das ist ein kleiner Bug. Boah. Schön von unten in die Kehle hinein. Das war doch ein richtig hübscher. Ich hänge mich mal hier so ein bisschen in die Tür, ne? Bis ihr dann so fertig seid. Okay, weiter geht's. Damit haben wir die erledigt. Haben aber jetzt nur ein Attentat aus der Deckung bis jetzt. Was ist da drin? Ich mache jetzt nicht schon wieder eine Tür auf dafür, dass nichts ist. Aber scheint so, als würde das weiterführen. Wie starte ich denn jetzt diese Ablenkungsgelegenheit? Das ist doch wieder blöd. Die stehen da alle rum. Und da steht ein Ausrufezeichen. So. Jetzt macht mal was. Tut mal ablenken. Gelegentlich. Hallo. Blöd. Okay. Weiter geht's. Wir wollen ja den General killen. Wir gehen einfach mal hier raus. Ich habe keinen Bock, Dietrich zu verbrauchen. Ja, hier kann man aber auch jetzt nach oben. Da oben ist er. Eliminieren. Eliminieren. Hat jemand schon mal Dr. Who geguckt? Eliminieren. Ach, egal. Schaut, okay. Aufseher! Euer Bruder kommt zu Besuch. Möchtet ihr ihn nicht sehen? So. Na los, Aufseher! Lasst uns anstoßen! Liebe la Revolution! Haltet ihn! Was ist denn? Liebt ihr die Freiheit nicht? Langweilt sie euch? Ihr trefft mich nicht. Ah, seht! Er vermisst euch! Ihr trefft mich wohl! Was ist denn für Kack? Oh mein Gott! Ja, da war noch voll die Mauer dazwischen. Ich hoffe, jetzt muss ich nicht wieder durch das ganze Ding durchrennen. Ich war jetzt so weit. Jedenfalls weiß ich, was ich jetzt machen muss. Das wäre jetzt doof, wenn ich jetzt wirklich wieder von ganz außen. Aber mache ich das zack, zack, zack. Dann habe ich keine Lust so langsam. Wo sind wir? Ne, wir sind schon drin. Also. Das Feuer anzünden soll ich. Wir kommen jetzt halt von einer anderen Ecke. Das ist doch schon mal gut. Ein Feuer anzünden. Lasst uns anstoßen. Vive la Revolution! Was ist denn? Erst liebt ihr die Freiheit nicht? Langweilt sie euch? Wenn der da drüben weg ist. Ah, seht! Er vermisst euch! Ach, jetzt haben sie mich doch. Ist doch bescheuert. Na, auf sehr. Warum kriegt ihr das denn alles mit hier? So. Und weg mit dir. Komm. Und. Oh, ja. Ich leg dich um. Schüttel mich nicht ab. Komm, schieß mal.
eliminiert. Das war ja einfach. Wenn ihr Befehl habt, uns aus diesen Hallen zu entfernen, dann müsst ihr auch Gewalt anwenden. Denn wir beugen uns niemandem außer Bajonetten. Das macht aber verwalten bedeutet regieren. Und regieren bedeutet herrschen. Das ist der Kern unseres Problems. Monsieur Mirabeau? Erbärmlich, oder? Verdient Frankreich nichts Besseres? Wie war das? Erledigungssymbol. Oui, mach dir sauber, schnell. Ich sagte doch, ich bringe ihn zum Reden. Sehr gut gemacht, Kapitän. Marie? Der Preis für Getreide ist höher als je, Großmeister. Unsere Agenten sind vor Ort, um die Lieferung zu den Docks umzuleiten. Sie warten nur auf euren Befehl. Gut. Hungert sie aus. Durch Hunger und Gewalt werden sie ihre falschen Herren als solche erkennen. Aber seid vorsichtig. Was ihr vorschlagt, dauert mindestens ein Jahr, Großmeister. Wenn nicht zwei. Ich würde sagen, da hat gerade Qui-Gon gesprochen, oder? Okay, der ist von Star Wars, aber ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt. Denen. Okay. So, was soll ich jetzt? Erstmal noch Attentat vom Vorsprung. Probieren wir mal. Zack. Er hat mich doch gesehen. Jetzt gibt es auch kein Attentat mehr. Nee. Schnappt ihn! So. Und nun Gebiet verlassen. Da lebt nur einer. Naja, sein halber Kopf ist schon weg. Aber jetzt lebt er auch nicht mehr. So. Ich mag das nicht, wenn die noch zucken. Könnte ja sein, dass sie sich erholen und dann von hinten angreifen. Das kann man ja nicht dann. Na, Moment. Was zum Teufel ist dir denn zugestoßen? Da könnte ich doch vom Vorsprung noch welche erledigen, oder? Das ist gar nicht gut. Ja. Wo steckst du? Sehr gut. Okay. Wunderbar. Jetzt brauche ich nur noch das Gebiet zu verlassen. Und ja, das ist ja auf jeden Fall nicht ganz so schwer. Wir sind ja schon relativ weit oben. Aber ich finde noch eine Wache. Noch einen möchte ich vom Vorsprung töten. Die sind alle fit. Die gehören auch zu uns. Da liegt einer in der Ecke, ziemlich gekrümmt. So, sehe ich jetzt irgendwo noch wann? Ich habe alles erledigt. 40 Wachen angeblich. Puh, das war ja gar nichts. Okay, wo komme ich gut runter? Wo kann ich gut runterspringen? Wo ist ein Heuwagen? Hier ist nirgendwo einer. Mhm. Tja, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Langsam abseilen. So. Wunderbar. Ohne Seil abseilen natürlich. Und abhauen. Dann müsste Sequenz 2 durch sein. Eine leichte helle Bade freigeschaltet. Yeah. Leider nicht Herausforderung, aber hey, du hast eine Trophäe erhalten. Blutspur. Sequenz 8. Sehr schön. Dann haben wir das jetzt auch. Ein Verbrecher töten zum Massenereignis. Ich muss mich auch kurz machen. Und hierher. Ist ja lange. Oh. Jetzt sind die Wachen wieder böse. Nicht mehr lang. So, wunderbar. Okay, das war's. Die Mission 8 ist durch. Und diesen General habe ich jetzt gerade auch erledigt. Jetzt gucken wir mal, was uns als nächstes auf der Karte erwartet. Hier. Die Hungerzeit. Sequenz 9. Und das Archiv. Das ist eine Begleitermission aus der Companion-App.
Wir machen gerade noch mal diese Begleitermission aus der Companion-App. Also nur wenn man die Companion kommt. Die geben aber auch, glaube ich, 2500 oder so. Los, auf Seite. Wunderbar. Sind ja ein paar Meter zu laufen hier. Da ist wieder so eine Concorde und eine Zeitung. Oh, die aktuellste Zeitung. Die habe ich noch gar nicht gelesen. Darum liegt sie auch noch da auf der Map. Wird bestimmt auf der ersten Etage liegen, oder? Na, Adlerauge. Sei wachsam. Ich sehe die Zeitung nicht. Den Verbrecher töten. Das ist gut. Das ist wichtiger. Ich mache keine Geschäfte mit der Presse, dann verschwindet. Und rein. Okay. Allez, cherchez la garde! Alerte! Gucken wir nochmal auf die Map. Ja, wir müssen da hin. Diese Concorde könnten wir noch gerade gucken, wenn wir schon auf dem Weg sind. So. Da muss sie irgendwo sein. Auch ganz oben auf dem Turm. Naja, da kann ich mal die Leute von oben gucken. Und da machen wir die Begleitermission. Mal schauen. Worauf warten wir denn da unten? Naja. Hübsche Kirche, gut climbable. Ja, geht ja wunderbar, da hochzukommen. Genügend Vorsprünge. So, und jetzt noch hier auf diese Rose. Zack, zack, da oben ist sie, die Concorde. Ja, mei, jetzt springen wir hier gegen. So, jetzt aber wunderbar. Und 13 von 15. Nur noch zwei Stück hier in der Gegend. Die Truhe ist voll. Dann brauche ich gleich mein Geld aus. Okay. So, und jetzt wollte ich ja noch diese blaue. Ja, wollte ich eigentlich. So, hier sind auch ganz viele Zeitungen. Komm, irgendwo muss doch noch eine Zeitung einfach nur so rumliegen. Also die Zeitungen sind ja für jedes Jahr, immer wenn man da was freischaltet, lesbar. Ne? Die kann man dann immer wieder neu lesen, wenn man weiß, wie man sie findet. Außer man ist so wie ich und ich verstehe es nicht. Sind das die Blätter, die hier rumfliegen? Da oben. Ich habe es gerade gesehen. Da oben liegt die Seite. Also noch höher, höher. Geht mal auf Seite hier. Zack, zack. Ja, ja, volé, volé. Ich verstehe kein Französisch. Sind wir denn hier in Paris oder was? Okay. Gut. Und Kaffee. Das kann ich noch gerade so. Da noch eine Etage höher. Dann habe ich die Zeitung. Dann gehen wir die blaue Mission machen. Und dann sind wir schon wieder ein Stück weiter. Ja, die Zeitung ist in diesem Raum drin. Dieser Raum hat keine Fenster oder was? Manchmal ist es schon kompliziert, genau dahin zu kommen, wo man hin will. Man sieht, dass man hinkommt mit diesem Adlerauge. Man weiß aber nicht, wie man diesen Raum erreichen soll. Faszinierend. Hiermit. Da, da war's doch, oder? Hm. Wer braucht schon Zeitung? Das ist mir jetzt auch wieder irgendwie zu crazy. Und Zivilisten töten. Wenn wir es steuern, ja? Seht, ich schulde euch gar nichts. Verschützen. Erledigt. Okay, wunderbar. Da liegt die Zeitung einfach nur so rum. Also nicht so viel Theater machen. 1793. Die Bürger, Marat, Danton und Dings. Ja, müsst einfach auf Pause drücken, ne? Neuigkeit vom feigen Hund. Giacatto, Gerberei. Marat ist tot. Amazone kämpft für die Revolution.
So, ganz viele. Und dann ist die auch hier in der Datenbank drin. Wunderbar. Boah, habe ich viele Zeitungen schon gefunden. Gut. Jetzt, wo ist die blaue Mission? Die Begleitermission? Wo ist die Zeitung? Oh. Warum liegen die nie hier unten rum? Okay, die Begleitermission ist dort. Müssen wir da lang? Am besten oben lang, dann kommen wir auch schneller hin, bevor wir jetzt hier durch irgendwelche kleinen Gassen oder so laufen müssen. Über die Dächer ist es meistens etwas schneller. Obwohl, wäre ja da hinten an der Ecke gewesen. So, jetzt gleich sind wir da. Da ist die Begleitermission. Das Archiv 2. Es gibt ein neues Rapier. Okay. Den Verbündeten verteidigen. Okay. Ah, da liegt noch eine Zeitung. Die hole ich mir noch schnell. König in Paris festgesetzt. Aufgrund der jüngsten Ereignisse hat sich die gesetzgebende Nationalversammlung. Der Aufwiegler, Chamille de Mille. Ein wildes, verwirrtes Herz. Boah, so viele Sachen. Ja, den roten, den wollen wir. Oh, immer machen die Wachen das. Also über den Typen verteidigen. Oh, wo ist er? Ich würde sagen, hier drin, in dem Gang. Dann um die Ecke. Und wir können ihn verteidigen. Okay, wir sind bewegen. Ja. Voll aufgesprungen. Ja, wo geht's? Arno geht hier ab. Das war's schon. Und ein Rapier bekommen. Ja, die Companion App ist gar nicht mal so schlecht, ne? Gucken wir uns mal an, welches. Das hier. Dieses Offizierschwert wurde zu zeremoniellen Anlässen geführt, ist aber auch im Kampf noch effizient. Gut, ich meine, ne, ist ja jetzt nicht so prickelnd. War nur ein Dreier-Schwert, aber besser als gar keins. Jo, das war doch schon mal was. Mal gucken, was haben wir denn eigentlich hier an Waffen? Na, nix, braucht man nicht. Unser Schwert ist wunderbar. Okay, kaufen wir noch ein paar... da ist eine Truhe irgendwo. Da, erste Etage. Okay. Ja, komm, hoch. Zack. Kommst du nicht hin, oder was? Doch. So, dann nehmen wir die Ecke. Gehen wir mal auf Seite, Madame. Ah, gut, das kriegen wir hin. Zwei ist knackbar. Mal gucken, was da jetzt drin ist. Oh, oh, oh. Ei, ei, ei. Das wird ja wieder Kraftakt. Konzentration. Boah, kann ich Französisch. Oh la la. Noch zwei. Ja, das ist mein Daumen. Ja, toll. Jawohl. Haha, habe ich spannend gemacht? Na, habe ich spannend gemacht mit dem letzten Dietrich. Ich habe spannend gemacht. Jawohl. 1000 vor. 17 von 40 Truhen. In einem Viertel. Geil. Von einem Haus ins andere gesprungen. Boah, tschakka. Okay. Was haben wir jetzt? Lass mich gucken. Gucken. Genau, die nächste Mission. Es geht schon in die Sequenz Nummer 9 jetzt. Das heißt, es wird sich schon ein wenig die Story verändern. Und für die Sequenz 9 mache ich jetzt mal ein, zwei Minuten Pause. Bleibt auf dem Kanal, wenn ihr weitergucken wollt. Und dann starten wir die nächste Story-Sequenz. Bis gleich. Bye, bye.